Yo, Leute, alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Was aber nicht heißen soll, dass nach diesem dritten Video wieder Schluss ist. Nein, nein, 200 € haben wir aufgeladen. 2-Euro-Fach ist schon eingestellt. Eins meiner liebsten Magic Mirror Spiele. Das neueste, soweit ich weiß. Kann sein, dass es auch schon wieder andere Versionen davon gibt, aber auf jeden Fall auf der App. Magic Mirror Wild, 2-Euro-Fach. Lang, lang ist her, wo wir das gezockt haben, das letzte Mal. Und wir kriegen gleich einen Fünfer zum Beginn. Was können wir auf der Leiter tun? Werden wir die 0 machen oder kommen wir auf die 140? Come on, 20 haben wir schon. Kommt schon 30er, komm. Ja, immer wenn man sagt. Immer wenn man so ein bisschen Hoffnung hat, dass es jetzt weitaus nach oben geht, geht's abwärts. Meine Herrschaften, du. Ah, da. Einmal das A noch ein höher da rechts, wo der Ring ist. Eine volle Reihe gehabt. Das hätte besser geschmeckt. Ah. Wir wollen mal die Leiter pushen. Wir haben jetzt drei Games gezockt bisher. Also seitdem ich den Kanal wieder zurückgekommen bin mit dem Kanal sozusagen, mit dem ersten Video. Konnten wir im ersten Joker's Cap Power Spins die Leiter ja nicht drücken. Im zweiten war es auch war keine 140 möglich bei den Multi Wilds Power Spins. Und jetzt hoffen wir mal hier auf einen guten Leiter Pusher. Obwohl es hier ja hauptsächlich um die Games geht, um die Freispiele. Ich brauche drei Spiegel. Drei schöne Spiegel. Oder fünf. Also meine ich nicht 5 €, sondern 5 Spiegel. Und jetzt aber. 32 haben wir. Bisher der Rekord. 52er. Jetzt muss es kommen. Nein! Oh. Der bekannte 84er. Ekelhaft, ekelhaft. Jetzt ärgert man sich wieder, ne? 84 teilen können. Ja, 80er verdrücken ist schon die Härte, aber links, wenn die 300 lockt, ne? Hat man da natürlich mehr Bock drauf, links rüber zu kommen. Auch hier alles wieder Taktik, die Einführung der 300er leider, ne? Früher war ja 140 Maximum, da war der King, wenn man die 140 gemacht hat. Wenn es nichts gebracht hat, die waren ja in der Regel nach spätestens 20 Minuten wieder weg. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Man ist dann in Klammern abgesichert, dass man von 140, wenn man dann rüber geht, kann man ja die 140 nehmen, klar. Aber wer macht das schon? Die meisten, denke ich mal, werden mindestens einmal drücken. Und naja, somit verliert man ja wieder die 40. Das ist ja natürlich der Trick dahinter, ist natürlich klar, ne? Und wann geht der schon mal auf 300? Ich will das gar nicht wissen, wie selten das in der Halle vorkommt. Weil 300 ist ja eigentlich schon ein guter, in Klammern, guter Gewinn so. Ne? Wenn ihr mal selber zocken wart, wisst ihr ja, wie schwer das eigentlich ist, mal 300 in Klammern zu gewinnen. Gewinn ist ja sowieso meist nicht. Weil man ja weiß, was reinstecken. Erstmal 200 oder 250 oder wahrscheinlich 500 oder 600, um erstmal überhaupt das wieder zu bekommen. Ne? Das ist ja eher immer so kleinerer Kram, der dabei rauskam. Wenn einer mal in die Halle kam. Und einer hatte schon 200 drauf. Und jetzt haben wir es geschafft. War es immer schon Hingucker, obwohl man. Hä, 200 € ist eigentlich überhaupt nichts, ne? Was sich so überlegt. Und jetzt haben wir 220, nehmen wir mal. Jawohl. Wenn man sich so überlegt, wir gehen in die Halle. Da hat einer 200 drauf. Dann gleich, oh, der hat bestimmt was Gutes gekriegt. Oh, der hat bestimmt leider hochgepusht. Oh, der spielt 50 Cent. Oh ja, oh. Ah, wenn man sich überlegt, ne, so 200 € ist so gar nichts. Wie schnell sind 200 € weg? Ne? Wie oft fahren die weg? Und wie selten hat man das mal gehabt? 200-300 € war bei mir schon immer wow. Ne? Wenn man das als Gewinn hat, also wirklich als Plus hatte. Ist man hat man 20 eingesetzt und hatte 300 Gewinn. Dann war das schon der absolute Pott und oh und boah. Ja, aber die anderen Male hat man halt 300 reingesteckt und nichts rausbekommen. Ne? Das ist doch die Wahrheit, Mann. Je nachdem, wie man halt gezockt hat. Ich habe es mir ja immer eher so ein bisschen aufgeteilt.
Es gab die Eskalation, wo ich dann natürlich auch 2, 3, 4, 500 am Tag verzockt habe. Ich glaube, das meiste, was ich mal verzockt habe, war mal, na, 500 oder so. Das ist vom Eigenkapital, ne? Und am nächsten Tag nochmal hin und dann also, ja, also innerhalb von einer Woche mal, ja, kann ich wie gesagt gar nicht sagen, aber 1000, 1500 auf jeden Fall so. In meiner Glanzzeit, wo ich aber auch nachher dann aufgehört habe, ne? Wo man dann wirklich sein ganzes Gehalt weggeballert hat. Ne? Nur noch halt Geld für Essen hatte. Und damals war das Essen noch nicht so teuer. Man muss es ja dazu sagen, damals war das halt, konnte man mit 50 Euro, also auf jeden Fall, wenn man jetzt normal nur Essen kauft, gut hinkommen. Also auf jeden Fall gut. Ich habe meist weniger ausgegeben als 50 die Woche für Essen. Meist so nur 30 bis 50 so. Ja, es ist ja ewig her, wo ich zocken war. Ich rede jetzt wirklich schon vor 10 Jahren oder so, ne, wo ich dann gezockt habe. So von daher ganz normal gegessen dann halt. Nicht jetzt total verarmt oder so. Das hat tatsächlich, war tatsächlich in Ordnung so. Ne? Man kam so gut als einzelne Person 200 Euro im Monat an Essen, das war auf jeden Fall machbar. So also ganz normal, wenn man normal halt isst. Auch gar nicht unbedingt Discounter, sondern ganz normal einkaufen. So, ne? Es ging früher, es war machbar. Wenn ich so dran denke, wie das so heute ist, oh Gott, naja. Ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, halt mit dem Zocken, dass es halt nichts ist, wenn man da mal 200, 300 gewinnt. Absoluter Scheißdreck, was man da alles reinballert wiederum. Man kann sich immer noch, auch heute noch, ich bin schon so lange spielfrei, also 2017. Und trotzdem erinnert man sich immer noch, man sieht das noch so vor sich, wo man dann wirklich mal dicke Pötte 500, 600 plus gemacht hat. Wo es halt wirklich so, dann hat das jetzt im Endeffekt, ja, Witz, ne? Jetzt haben wir mal eine volle Reihe, auch nur ein 20er. Aber wir haben ja eben 220 gedrückt, von daher wäre es jetzt nice, wenn wir jetzt nochmal rüberkommen würden. Ah, scheiße, das wäre es natürlich gewesen. Ja, man sieht das halt noch so vor sich, ich so in der Merkurhalle, da sehe ich mich dann gerade so laufen mit den dicken Pötten. Das ist natürlich, ja, das war eine nice Zeit, so, ne? Denkt man natürlich. Ich hatte es ja auch schon öfters in meinen alten Videos gesagt. Ist natürlich blöd zu zocken. Und trotz dessen, dass ich seit 2017 clean bin, würde ich nicht sagen, dass ich das unbedingt missen möchte. Also ich musste diese Erfahrung für mich machen, diese starke Spielsuchtzeit, um mich eben ja so zu entwickeln, wie ich heute eben bin. Das hat viel weiter dran. Es wäre jetzt zu intensiv, das zu erklären. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Vielleicht seid ihr auch dabei aufzuhören oder habt schon aufgehört. Und dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Ne? Es war halt eine Zeit, man sagt sich, ah, scheiße, Geld hätte man für was anderes verwenden sollen können. Aber im Endeffekt war es ein Lernprozess. Ja, es war, dadurch hat man gelernt, auch wenn es jetzt blöde klingt, das kann man jetzt auch halt nur sagen, wenn man wirklich länger clean ist, so wie ich jetzt seit 2017, man hat dadurch gelernt, mit Geld umzugehen. Ja, weil man ja immer broke war. Die 180 nehmen wir jetzt mal. Weil man ja immer gezockt hat, ne? Und so musste man sich das Geld ja auch öfters mal ein bisschen besser einteilen. Und konnte es nicht so rausschleudern, weil man es eben in Automaten gesteckt hat, alles, ne? Und nach der Suchtzeit dann, ja, da hatte ich dann schon ordentlich Geld. Am Start, also konnte man sich schon ordentlich sparen dann, ne? Weil man eben das so gewohnt war von den Jahren als Zocker, dass man dachte ja, man wäre immer so arm. Ihr kennt das ja vielleicht auch, dass man sich dann so einredet, dass man halt gar kein Geld hätte und so. Ne? Man zockt immer alles und aber ja, legt euch das mal beiseite, dass wenn ihr nur ein 30er im Monat verzockt, was jetzt sehr unwahrscheinlich wäre, wenn ihr Zocker seid, aber jetzt nur mal angenommen, es wären nur 30 Euro im Monat, ne? Macht das dann mal ein Jahr, ne? Das ist dann natürlich dann, dass das summiert sich halt, ne? Was man da dann so reinwirft. Aber ja, ist jetzt halt auch so schwer zu beschreiben, aber ich habe halt dadurch auf jeden Fall gelernt, mit Geld umzugehen. Ich bereue die Zeit
nicht wirklich ist. Nachher am Ende wurde es ekelhaft, aber die Zeit, wo man halt auch mit Kollegen zocken war, noch nicht da alleine depressiv in der Halle war, war es nicht schlecht, aber selbst die Zeit war, ne, ist für mich jetzt, ne, gesehen. Ich kann es halt keinem empfehlen, das zu machen. Dass er jetzt sagt so, oh ja, der hat ja gesagt, das musste er machen, da, bla, bla, bla. Ja, aber ihr müsst halt auch davon wegkommen. Ich habe ja auch, selbst wo ich erst kurz mir bewusst war, dass ich spielsüchtig war, was schon relativ früh war, schon bei dem ersten 140er am Spielverhalten, ne, habe ich schon gemerkt, irgendwie, okay, jetzt geht's langsam los, jetzt wirst du süchtig, wenn man ja den Folgen schon, denke ich mal, grob bewusst, was das Spielen bewirkt, ne. Man hat sich natürlich am Anfang eingeredet, man könnte das alles im Griff und so, ne, ihr kennt das ja. Ja, wir müssen, aber ich habe versucht dann schon immer wieder Phasen, schon in der Anfangszeit immer aufzuhören. Es ging dann natürlich nicht, ne. Aber man hat das dann schon, man muss halt diesen Willen haben, wenn man natürlich 20 Jahre spielt und erst nach 20 Jahren sagt, nachdem man schon einen Schuldenberg von 500.000 Euro hat und schon im Knast war wegen Schulden und was weiß ich was machen muss, um an Geld zu kommen, dann ist natürlich ein bisschen kritischer die Sache, ne. Es ist zwar nicht unmöglich, von wegzukommen, aber wenn man dann erst die Einstellung bekommt, wird es natürlich hart. Ich hatte sie halt schon fast von Beginn an, ne, und habe es dann immer wieder versucht, ne. Es ging dann halt immer, ja, Lebenssituation haben wir runtergezogen, Probleme, alles und so. Und ja. Aber wie gesagt, ich brauchte diese Zeit, um mich ebenso zu entwickeln. Ist wie gesagt schwer zu beschreiben, da müsstet ihr mich als Person kennen, dann wisst ihr, was ich meine. Ich kann das jetzt nur als Beispiel nennen, dass man eben gelernt hat, mit Geld umzugehen. Im Nachhinein. Danach dann. Ihr wisst schon, was ich meine. Ah, was soll ich jetzt hier die ganze Zeit sabbeln? Wir haben eigentlich einen guten Lauf. Ich rede hier die ganze Zeit wieder, aber das ist halt wieder, weil ich jetzt auch wieder länger gar nicht gespielt habe. Ne? Also sprich, App, ich zähle das halt auch als Spiel. Es geht zwar nicht um echtes Geld, ne, aber man sieht das halt wieder, man wird früher oder später irgendwie immer dran erinnert. Ne? Und ja, jetzt habe ich zwei Spiele nur gezockt. Die Joker's Cap, die beiden Videos davor halt, ne? Dieses Joker's Cap Power Spins und Multi-Wild Power Spins. Ist man irgendwie schon wieder in dieser, oh, weiß ich nicht, jetzt denkt man schon wieder an diese Kacke, wo ich mir monatelang nicht gedacht habe, wo ich den Kanal nicht auf hatte. Ja, ihr seht, es lässt einen irgendwie nicht los. Ja, naja. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier nicht mehr weiter deep da reintalken. Ihr wisst, manchmal habe ich immer so Phasen. Und es ist tatsächlich wieder ein Sonntag. Viele wissen das noch von mir, die meine alten Videos geschaut haben, dass ich immer sonntags so einen Hänger habe, weil sonntags war immer oft so ein Zockertag. Weil man hat, also man hat schon, wenn man jetzt angenommen, ach, ich habe ja, das heißt ja, ein Zockertag war immer Wochenende bei mir richtig hart. Freitag, Samstag. So, und man war ja noch so drinne von Samstagnacht. Da hat man dann gepennt am Sonntag ein paar Stunden und man war irgendwie drinnen, ne? Und wenn man jetzt gewonnen hatte Freitag, Samstag, ist man natürlich Sonntag nochmal hin. Das ist es natürlich gewesen. Wenn man blank war, ist man Sonntag nicht gegangen, ne? Aber es war halt häufig so, man hatte Samstag einen Lauf und dann, ne, war das immer noch so der Endtag, wo man dann gesagt hat, oh, jetzt verzocke ich nochmal. Oh, ihr wisst schon. Naja, deswegen kommt es mir heute wieder so. Aber gut, wir kriegen keine Spiele. Ist natürlich schlecht. Die Leiter hat gut gepusht, aber wir sind indirekt gleich wieder, wenn ich jetzt noch ein bisschen schneller drücke, beim Startkapital. Das ist ja absolut scheiße. Das ist natürlich schlecht. Wir wollen jetzt nochmal einmal irgendwas Tolles sehen. Jetzt machen wir 300er jetzt und dann ist gut Geld gekommen. Oh Mann, ey. Schon wieder am Abkotzen hier. Ja, dann nimm an. Mein Gott. Du unbedingt nicht hoch willst, du Sackkopf. Den Scheiß da. Vielleicht kommen wir einmal nochmal die Spiele jetzt hier. Komm schon. Mal Spiele hier. Mach die Games nicht, der Sack. Ja, jetzt wird es hier low, langsam kommt nichts mehr, leider geht nicht mehr. Das sieht jetzt wieder keinen mehr. Mein Gott, das ist wieder absolut
Oh, 52er wieder mal. Ganz unerwartet, aber bringt nichts, wenn man ihn verdrückt. Und der letzte Versuch hier, oder was? Oder wollen wir doch nochmal runterlaufen lassen? Ah, dauert das so lange, ne? Was haben wir denn hier an Zeit? Ah, nee, schon 15 Minuten, Mann. War länger als sonst. Was ist hier denn los, Alter? Schon wieder, hab ich mich versammelt oder was? Na komm, jetzt drücken wir hier runter. Mein Gott. Muss aber ein bisschen hin und her laufen. Ich muss auch nebenbei was machen hier. Oh Gott. Dann lass ich laufen. Ich muss hier kurz mal am PC. Nebenbei. So, komm, lass mich laufen, machen wir Autostart. Dann muss ich hier nebenbei nämlich was klicken. Oh. Ja, genau das, was ihr denkt. Ich muss mir hier die Pornos runterladen. Ja, genau das. So, nebenbei werden die Spiele erhofft, ersehnt. Dass sie kommen, dass sie kommen nicht. Mein Hund ist mal fett am Schnarchen da. Aber das hört ihr nicht. Der ist zu weit weg. Ach ja, da, da, da. Jetzt denken sich auch die Leute, was macht der da jetzt am PC? Ja, der nimmt ein Video auf, sabbelt irgendwie Scheiße. Lässt das einfach laufen. Ja, so ist das halt, ne? Ein vielbeschäftigter Zocker. Oder kennt ihr das auch? Dass man sich als Zocker, weil sie immer so gestresst und so, als Zocker. Und, also als Spieler jetzt. Und man ist immer unterwegs und so. Man zockt und man guckt irgendwie, wie kommt man an Geld und macht dies und das. Man fühlt sich so, als ob man viel beschäftigt ist. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Ne? Wenn man immer irgendwie so unterwegs ist und zockt. Und dann fragt irgendeiner, was hast du denn gemacht? Ja, ich saß in der Halle bis 5 Uhr morgens. Das war eine Zeit. Leute. Naja. Alles klar, ey. So, jetzt haben wir noch 141. Scheint nichts zu kommen. Schade eigentlich. Ja, schade. So, die Pornos sind am Laden. So, und bitte ist nochmal hier der. Oh, jetzt haben wir es. Ich habe das Handy in der Hand gerade. Ich habe es gerade in die Hand genommen, aber hab's gar nicht registriert, dass wir sie jetzt doch nochmal haben. Yo, mit Pornos im Schlepptau. So, let's go. Jetzt wollen wir die Frau da haben. Die da. Ja, ja, mach die, komm, mach die Frau da jetzt. Ja, okay, das eine ist auch in Ordnung, wenn er ihn viermal raushaut. Eins, zwei. Mein Gott. Die Hälfte ist ja schon rum, Mensch. Okay, das ist gut, weil der Spiegel ersetzt ja, wisst ihr ja, der macht das Symbol halt zum Einhorn. Das ist ja eben das Besondere bei Wild und ist schon eine ordentliche Summe, die wir da haben, ja, ja, ja. Haben wir natürlich das verzockt, aber nochmal ein Dreier, ne? Summiert sich. Wir sind im Plus, Leute. Jo. Und wir haben noch 5 Spiele. Ja, 2er kommt, muss mal ein 4er geben. Wenn er jetzt ein 4er macht, wusch. Muskelbiber wusch. Ah, wieder nur 2er. Shit. Und jetzt, let's go. Go, go, go. Oh, Gottes Willen. Scheiße. Jetzt im letzten macht er ein 4er. Oder nochmal ein 3er wäre auch in Ordnung, wenn wir 200 gewinnen. Wäre gut, komm. Komm, und ein Dreier noch. Ja, hier ist noch ein Dreier. Das ist gut. Knapp 382 Euro. Ja, ist in Ordnung. Gut, haben wir die gesehen, die Games, Leute. War gut, war okay. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.